Herzlich willkommen zu einer Folge Tacket. Hallöchen. Ui. Hey, Fumanchu. Hi, Fischkorb. So. Schön, dich wiederzusehen. Das Haus, das Provisorium nenne ich das jetzt mal. Haus nennst du das? Ich hab mich berichtigt. Ist ja soweit erstmal fertig. Ast rein. Also bis auf vielleicht, sag ich mal, der Boden ist ja immer noch jetzt Erde, ne? Ja, also ich denke mal, dass wir da später noch mehr draus machen können. Wir werden das vielleicht später einfach in unsere... Oder weißt du, wie wir das machen? Wir werden das einfach jetzt erstmal so lassen vielleicht und bauen das später aus, wenn wir im Reichtum schwelgen, kann das sozusagen unser Haus auch immer widerspiegeln. Yes. Sodass das so von Mal zu Mal ein bisschen pompöser wird. Yes. Mit 3 Ö, weil wir sind ja krasser als dieser eine Typ. Wir sind richtig harte Typen. Absolut. Was wir jetzt erstmal brauchen ist... Tatsächlich Wolle. Jo, es muss immer noch einer Wolle und der andere kann Erze suchen gehen. Farmen werden wir sowieso eine Menge müssen. Das können wir auch gleich nochmal gemeinsam machen. Oder wir gehen gleich gemeinsam runter und gehen jetzt einfach gemeinsam los und suchen Schafe. Was ist das denn? Hast du Kühe getötet? Wäre das irgendein Problem? Nö. Den muss man auf die Schnauze geben, den Viechern. Ja. Hier, warte mal, hier. Die waren da so. Ich mach noch mal ganz schnell eine Kiste und lass mal den ganzen Müll, den wir jetzt nicht brauchen, hier. Oh ja, sehr gute Idee. Und dann gehen wir auf Schafsuche. Ich snack so lange noch irgendwas. Oh, stell die einfach mal hier hin, wir können die ja später noch umstellen. Sand, Kobbel rein, oh, ich muss Leitern, auch was, Glas, Eier. Muss auch was loswerden hier. Zack. So, hier müssen wir zum Schmackofer, zack. Glas auch da rein. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Oh, man sieht von hier mein Schiff, guck mal. Hui, siehst Jau. Du das auch? Ja. Was hast du für eine, du hast die normale Weite, ne? Also Fahr. Nee. Oder? Nee? Lass mich mal gerade nachgucken, ich weiß selber nicht. Ich meine nicht. Video? Render Distance normal. Fahr habe ich. Ich habe normal. Mein neuer Rechner ist noch nicht da. So, ja, also wir wollen ja Betten bauen, ne? Wir wollen wir können schönes uns ja auch schon mal Bettenlager machen. Ja. Sollen wir mal hier in, was ist denn das, Süden? Guck mal da hinten, da sehe ich große Bäume. Sollen wir da mal in die Richtung gehen? Hier so? Um zu gucken. Wo bist du denn da? Ja. Ach so, ich kann ja wieder rennen. Juhu. Yay. Was ein Luxus, ne? Aber wirklich. Dann weiß man das mal wieder zu schätzen. Aua. So, hier sind zwar Schweine. Und Steine. Schweine und Steine. Und die Schweine nehmen wir lang. Kopper. Bams. Bams, Bams. Ja, damit müssen die rechnen. Ja, ne? Wenn so die geboren werden. Ich denke mal, als Schwein sind die auch nichts anderes gewohnt. Das muss man sich vorher überlegen, wo man geboren wird. Also, wenn ich mir das hier so angucke, glaube ich, dass wir hier ein riesiges Höhlensystem unter uns haben. Das kann sehr gut sein. Ich habe schon mehrere Höhleneingänge gesehen, mal, aber wir brauchen erstmal. Hier ist Kopper. Ja, hier da war Kopper. Ich auch gerade, genau. Hast du eine Steinspitzhacke? Ich habe gar keine Spitzhacke. Gar keine. Ja, brauchen wir jetzt auch noch nicht, brauchen wir später. Aber es ist gut zu wissen, dass wir hier das alles schön nah Oberfläche haben. Und guck mal, hier drüben hinter, auf der anderen Seite des Sees. Da ist noch so ein Eingang. Das sieht alles sehr vielversprechend aus. Da ist ein kleiner Wasserfall. Oh, romantisch. Sehr, sehr romantisch. Für was brauchten wir die 2 Millionen Betten nochmal? Verdammt. Um einfach einen ganz, ganz großen Swingerclub aufzubauen. Ich sehe nur ein großes Problem. Was denn? Da können uns auch die Schweine nicht helfen. Wir haben zu wenig Frauen in diesem Let's Play. Verdammt. Naja, aber wir können ja noch dran arbeiten. Wo bist du denn? Ich habe dich verloren, aber ich bin auch auf der Suche nach Schafen. Ich bin direkt neben dir. Ich bin hier. Warte. Hallo. Mich zieht's irgendwie nach hier drüben. Ja, das ist gut. Eine gute Idee. Ich glaube, merkt ihr mal den Weg selber. Ja, aber wir können Wegpunkte machen, ne? Ich weiß. Also hier ist der Mod drin, wo wir Wegpunkte setzen und das ist auch keine schlechte Idee, können wir ja gleich machen. Nee, das machen wir auf jeden Fall, das habe ich nur ganz vergessen. Also die Homebase, die müssen wir auf jeden Fall Wegpunkte. Die müssen wir markieren, auf jeden Fall. Also da, ich weiß, kann ja ganz lustig sein, irgendwie seine, oh, da drüben sind Schafe. Wo? Ein Schaf. Ah, ich will es als erster. Ich will, oh, springen. Ja, schnell sofort, oh nein. Ich wollte gerade sagen, ich hatte ja mal einen Navigator, aber den gibt es ja nun auch nicht mehr. Oh nein! Stirb! Ja! Yay, und da drüben ist noch gleich eins. Ich sehe noch eins. Fehlen nur noch... Oh shit, wir hätten eine Schere machen sollen. Oh shit, aber wir haben ja gar kein Eisen. Wir können noch gar... Ja, aber wir hätten das Eisen. Du hast doch gesagt, du hast welches gesehen. Ja, aber das ist ja... So, ich habe jetzt zwei Stück. Ja, ich hast recht. Ich habe eins. Also wir hätten ein Bett schon mal.
Aber wir müssen noch. Da ist noch eins. Ich sehe auch noch eins. Oh, es wackelt. Auf ist. Jetzt lauf doch. Wieso läuft er nicht? Jetzt. Ja, manchmal ist das bei mir auch ein bisschen buggy, aber vielleicht liegt das auch an meiner scheiß Tastatur. Ja, naja, man muss ja auch wissen, also wer das zum Beispiel nicht weiß, wer sich mit Tekkit nicht auskennt, Tekkit funktioniert ja oder basiert ja auf der Minecraft 1.2.5, was nun ziemlich lange zurückliegt, sag ich mal. Was sind wir denn eigentlich gerade? 1.5 irgendwas, oder? Oder 1.4.5? Beim richtigen Minecraft sind wir bei, hier war doch eben noch ein Schaf. Also ich habe jetzt insgesamt drei. Nee. 1.5.1, ja. 1.5.1, ne? Oder sowas, ja. Genau. Und die hat ja nun, also da gibt es ja viele Sachen. Ich habe das Schaf verloren. Ich habe eben nur eins gesehen. Möglicherweise habe ich es umgebracht. Ich habe hier gerade zwei geslaughtert aufs Schlimmste. Wir brauchen nur noch eins. Ich habe drei Stück. Eine. Du hast drei? Ich habe auch drei. Ja, perfekt. Uhu. Was für ein Zufall. Wir brauchen ja hier. Aber sehe ich dich eigentlich auf der Minimap? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das ist ein bisschen schade. Das ist ja, wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen bei Yogscast, meinem Lieblings-LP. Die haben ja jetzt quasi ein eigenes Modpack gemacht. Und da haben sie, da benutzen die ein Mod für die Map. Da kann man auch andere Mitspieler markieren. Mhm. Und auch Mobs. Also da werden auch Creeper und so angezeigt, was ich total unsinnig finde. Ja, das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Nee, ich finde das unsinnig, aber man kann da halt seine Mitspieler sehen, was wiederum eigentlich ganz cool ist. Und du kannst ja alles einzeln ein- und ausschalten, weißt du? Ja. Also prinzipiell hätten wir ja die Möglichkeit, hier noch Mods mit reinzupacken. Richtig. Da müssten wir uns natürlich technisch mit auseinandersetzen. Habe ich schon. Ist wahrscheinlich nicht ich kenne mich einfach. Da aus. Ja. Ich kenne mich da aus. Mit einem zuversichtlichen, ich kenne mich da aus. Nee, ich kenne mich da wirklich aus. Also das Problem ist nur, cool. Oder nicht Problem, aber was ich halt so ein bisschen befürchtet hatte, war die Stabilität. Ja. Weil es sind ja jetzt 42 Mods oder 41 irgendwie sowas. Und je nachdem, aber ich meine, ein Mod da jetzt irgendwie austauschen, das dürfte ja nicht machen. So. Ja, glaube ich auch nicht, dass das ein großes Problem ist. So, ich habe jetzt ohne Navigator und ohne Wegpunkt nach Hause gefunden. Nice. Ich drehe total durch. Ach, du bist schon zwar. Oh Mann. Ich mache ja schon mal ein Bettchen. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Da fällt mir ein. Ich habe hier Holz. Kriegst du. Oh, jetzt wird es auch dunkel. Da haben wir perfektes Timing. Brauchst du Holz? Nee, ich habe genau drei. Kriegst trotzdem. Keine Widerrede. Ups. Hier wird jeder mit nicht Holz versorgt. Holz. Wolle. So. Ach, der Herr hat das hier hingestellt. Wo, ich dachte, war das jetzt? Ja, komm. Nee, ich dachte, dass du das hier direkt an den Ofen packst. So direkt an das Ding, oder? Dann ist mein Bett nämlich hier und dann können wir zwischen den Betten noch irgendwie so ein Ikea-Regal hinstellen, dass wir uns nachts nicht angucken müssen. Deal. Ach, der Herr liegt schon. Lege ich mich auch mal dazu. Ich wette mich sanft. Da sind wir wieder. Also das ist auf jeden Fall jetzt mal ein Meilenstein gewesen, dass wir schon schlafen können. Jetzt haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten. Ich schmeiß mal hier den ganzen Mist weg. Ach so, ist da noch Kohle im Ofen? Nicht mehr wirklich. Wir müssen farmen gehen, denke ich. Brauchst du was zu essen? Nein, ich hab noch. Jetzt 10 Steaks. Ja, dann würde ich sagen, hast du eine Spitzhacke? Warte mal. Ich mach mir mal ganz kurz hier. Hast du Steine? Nee, ich hol grad welche. Ich hol grad nochmal irgendwie 12 Steine, dass jeder 2 Steinspitzhacken mitnehmen kann, damit wir auch ein bisschen was rausholen hier. Ich mach mal ganz kurz, ich hab mir mal eine Axt gemacht. Oh shit, ey, eine Holzaxt, ne? Das ist so das Schlechteste. Wobei, eine Holzschaufel ist noch ein bisschen lamer, um's mal. Na, ich finde, eine Holzschaufel macht wenigstens so, also angewandt auf das richtige Leben noch ein bisschen Sinn. Ich finde, eine Holzaxt. Eine Holzaxt, ja, okay, hast du auch recht. ist, naja. Also, das ist quasi. Also mit Physik hat das ja noch nicht so viel mit zu tun, ne? Also, nee, nicht wirklich. Sorry, jetzt einfach mal. Und die ist ja auch nicht viel schneller als eine Faust. Nee, nicht wirklich. Wobei ich Holzwerkzeug gar nicht benutze. Später benutze ich immer gerne noch Steinschaufeln für halt zum Steinfarmen. Hier, ich gebe dir mal gerade 2 Spitzhacken. Yes! Ja. Du bist da. Ja. Und da. Danke.
Sollen wir mal? Sollen wir mal ein bisschen was holen gehen? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen. Nur noch, warum ich jetzt Holz geholt habe, ich wollte jetzt noch Leitern mitnehmen. Ja, ist Leitern, ja, auf jeden Fall ist eine gute Idee. Sind unser Freund. Ja. Oh, jetzt habe ich ein paar zu viele Sticks gemacht. Scheiße. Ach, die werden nicht schlecht. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen natürlich noch Kohle für Fackeln, ne? Okay, ich habe Kohle gefunden. Was für ein Zufall. Oh. Sehr gut. So, ich habe hier noch 4 Sticks. Schwert habe ich. Perfekt. Ich mache die Tür zu. Immer die Tür zu machen, ne? Oh ja. Wir sollten eine Pressure Plate früher oder später machen. Wahrscheinlich haben wir das eh gleich wieder vergessen. Früher oder später sollte da eine Pressure Plate. So, warte mal. Waypoints. Schiff. Genau, ah, genau. Oh. Mhm. Oh, ich habe hier noch. Ich habe einen Waypoint zum Schiff schon gesetzt. Add. Aber die hat das ja jeder für sich selber, ne? Also eben, mein Waypoint ist mir sowieso. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Aber ich mache. Ach. Basse ist falsch. Base One. So, was war denn der Knopf nochmal? M oder was? Nee. Punkt. Punkt. Yo. Waypoint. So. Edge und durch den normalen. Zack. Erstmal schön gegen das Mikro gehauen gerade. Lass doch das Mikro in Ruhe, das kann auch gar nichts dafür. So, so, da hinten ist das Schiff, wie man so schön sehen kann, liebe Zuschauer. Hier ist die Base One. Und ich mache jetzt erstmal die Waypoint-Anzeige aus. Zack. Du hast ja viele Stickies, ne? Ich habe die fast alle, ich habe 19 Stück. Aber ja, ich kann okay, auch welche machen, schnell. Ja, lass mich mal. Ich habe 48 Leitern. Nee, lass. Reicht, Dicke. Na, ich muss diesen Baum noch verprügeln. So, noch ein Stück. So, übrigens habe ich noch gar keinen Gummibaum gesehen. Das wäre so, ja, mittelfristig was Wichtiges. Ja, hast du völlig recht. Müssen wir uns auch dann mal drum kümmern. Aber auch da werden wir sicherlich eine Lösung finden. Oh, jetzt wackelt das schon wieder so. So, du bist hier direkt in dem Loch. Ja. Ah ja, da. Hallo. Hallo. Genau, kannst einfach runterspringen. Ich werde nix. Ein Kapitän springt nicht einfach so in Löcher. warte. Zack. Ich komme. Aua! Oh. So, dann warte mal. Ich mach mal ein paar Fackeln. Mach mal Fackeln. Ja. Ich habe hier. Mal. Oh. Mal 24 Stück. Oh, Marble. Oh, Marble, yay. Ui, und Copper nehmen wir auch mit. Marble ist auf Deutsch Marmor. Marmor, genau. Danke sehr, danke sehr. Oh, ich habe Wobei Uran Marble gefunden. Auch noch Kugel heißt. So die für Kinder, weißt du, diese Kinderspiel. Wie heißt denn das jetzt? Murmeln. Murmeln, ja, genau. Marble heißt auch Murmel, glaube ich. Und hier ist, oh, guck ja, mal hier, komm, ich sag mal, komm, ja. Komm, oh. Ich sag ja, wir haben Uran gefunden. Uranium. Ich will. Aber nicht mit der Steinspitzhacke vielleicht. Oh ja, stimmt, das könnte. Aber ist egal, das brauchen wir sowieso erst ganz spät. Aber da unten ist Eisen. Hier ist, oh, ganz viel Kupfer und Dings. Sollen wir uns mal eine Ecke suchen, wo wir anfangen zu erkunden? Naja, ja, haben wir doch schon. Nehmen wir einfach mal hier. Und hier haben wir unsere ersten Edelsteine gefunden. Was denn? Das Grüne. Ah, Smaragd. Smaragd, ne? Emerald. Emerald. Oh, kann ich das hier überhaupt mit meiner Steinspitzhacke abbauen? Nicht, dass der jetzt weg ist. Ja, mach das nicht kaputt! Oh. Scheiße. Aber da hinten ist auch Eisen, dann ist hier es ist kaputt Eisen. Gegangen. Genau, wir gehen, ja. Oh. Dann ist das jetzt sozusagen, ist nicht so schlimm, da findet man doch so viel von. Meine Fresse. Einmal mit Profis. Aber echt. Wir brauchen jetzt nur jede Menge Kohle und jede Menge Eisen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich mach mal hier jetzt einen ganz albernen Wegpunkt. Obwohl, nee, den brauche ich nicht. So nah ist auch nicht. So. Base reicht. Wobei, wir könnten ja zumindest, wenn wir jetzt farmen gehen, ne? Ja. Dann sollten wir ja auf jeden Fall uns auch schon mal Eisenspitzhacken machen. Ja, lass es mal uns in der. Also, ich würde sagen, wir hauen jetzt noch die Steinspitzhacken am Eisen und an der Kohle weg, die wir finden. Die wir haben. Dann gehen wir hoch. Und dann haben wir uns nämlich, können wir uns viel besser ausstatten. Dann können wir uns eventuell sogar schon ein bisschen Rüstung machen, wobei erstmal Werkzeug natürlich wichtig ist. Wir können aber auch hier einfach mal schnell auf die Schnelle. Oh, da ist ein Creeper. Ja, stimmt, wir können eigentlich einfach. Eine Crafting-Table hinbauen, ne?
Und einen, na, wir bräuchten auch einen Ofen, Ofen. richtig. Ah, komm, machen wir oben, oder? Ja, machen wir oben. Im In der vom schönen heimischen Base. Ofen, vom heimischen Herd schmeckt es am besten. Kommt jetzt der Creeper hier hoch? Ich hab ein bisschen Angst. Wo ist er? Ich will, Hier ah, da unten bist du. unten. Oh. Aber ich glaube, er kommt hier nicht hoch. Und hier haben wir noch mehr Marble. Das finde ich sehr gut, weil ich finde, Marble sollten wir benutzen für hübsche Gebäude. Ja, und wir müssen natürlich noch so eine Bettenproduktion ankurbeln, Ach, ne? die Betten, die Hab ich gehört. Bettenproduktion. Und ich würde Ja. sagen, also Marble ist das Material, was sich absolut anbietet. Also wenn man an Bettenproduktion denkt, denkt man quasi direkt an Marmor. Sofort, Also sofort. absolut, absolut. Also wir bauen da ja auch durchaus irgendwie so ein Fabrikgebäude, würde ich mal sagen. Und dieses Fabrikgebäude finde ich und muss ich auch als alter Designer sagen. Ich bin ja vieles, ne? Ich bin ja Tischler, ich bin Captain auch und Designer, ich bin Designer. Kapitän, ich bin Sänger, ich bin Finanzberater. Oh, Alles. You name it, I am it. Und lieber Fumanschu, Ja. die Folge geht Oh, auch da ist schon der langsam Creeper. vorbei. Die geht schon Creeper. zu Oh ja. Ende. Oh, okay. Die Sollen wir geht es schon noch zu mit dem Ende. Creeper aufnehmen? Das Zum heißt. Schluss? Oh, oh. Okay, da hat sich. Oh Gott. Obacht, Herzstillstand zum Ende der Folge. Obacht, junger Mann. Jetzt gehen wir noch mit dem Quatsch hoch oder beenden wir die Folge und dann. Wie? Also ich würde gerne noch eine Folge mehr Farm machen, ehrlich gesagt. Echt? Zweimal? Echt? Naja, gut, dann sage ich jetzt auch an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Direkt So hier wieder. sieht's aus. Genau, am selben Punkt, selbe Stelle, selber Ort. Doch, dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.